Hallo und herzlich willkommen zurück zu Skinner Sombre. Folge 4 und wahrscheinlich auch die letzte Folge. Paul ist wieder an der Maus und an der Tastatur. Und am Scanner. Am Scanner vor allem, ja. Er leitet uns und wir sind immer noch scheinbar im Bergbau. Also wie oft muss ich das noch durchleben? Ist wahrscheinlich tot oder so. Naja, das ist ja das. Das ist ja das, was bei den da unten gesagt wurde, dass das immer wieder nach dem Tod immer wieder durchlebt werden muss. Immer derselbe Felsen, hast du das gesehen? Abgestandene Luft. Wisst ihr, es gibt da einen lustigen Funfact. Fia wollte. Und die Schuld. Fia und ich wollten damals, also Fia wollte mich damals in den mehreren Bergwerken loswerden. Also es ist eigentlich das perfekte Spiel für uns. Ja. Vielleicht klappt es heute. Ich möchte einfach nur meine Familie wiedersehen. Und die passende FPS-Anzahl. Sind wir draußen? Scheint. Ich weiß nicht, wie ich starb. Wir sind draußen. Ja. Springen! Ist das deine Familie? Was ist da vorne? Tu mal rum. Ran. Guck mal, das ist die Familie. Ja. Bei all der Erinnerungen, die ich durchleben. Konzentrieren. Aber es bricht mir das Herz zu wissen, dass ich meine Familie zurückgelassen habe. Flächenscan an. Sie sind immer für mich da. Da ist Wasser. Ja, da gehen wir kommt außen rum. Sie wissen, dass ich nie zurückkommen werde. Aber scannen uns, schenken uns Scanner. Nee. Das ist sehr gut cool. Gemacht. Ja. So, Fuchs, dass wir lang gelaufen sind. Ja. Sieht sehr, sehr cool aus. Jetzt wird er wahrscheinlich wieder zurückgeholt, oder? Zurück. Oh, nochmal spielen, oder? Ja. Das ist endlos Let's Play. Ich glaube immer wieder lang.
Geht weiter. Ein Wunder, Salihallo und... Und willkommen zu Scanner Sombre, Folge 1. Die sind doch vorher schon gescannt. Also wir sind selber tot gewesen, denn am Anfang hatten wir ja noch so Anzug und alles an. Introversion Software. Entwickelt von. Introversion Software. Chris Delay. Weißt du, was sehr cool wäre? War auch sehr cool. Wenn man das Spiel jetzt nochmal sehen könnte mit den ganzen Models, weißt du? Ja, das habe ich auch schon die ganze Zeit gedacht. Wenn man das nochmal so in echt quasi mit Licht sehen würde. Vielleicht gibt es jetzt die Möglichkeit, das Spiel jetzt nochmal mit Grafiken zu erleben. Brauche ich nicht. Neues Spiel Plus. Das gleiche, oder? Das wäre auch komisch bei einem neuen Spiel Plus. Naja, okay. Haben die meisten Spiele ja. Lass uns einfach mal testen. Sieht gleich aus. Ja. Sein können. Aber was ist bei so einem Spiel denn das New Game Plus? Ja, vielleicht sind doch ein paar Sachen dann anders. Guck mal, die Mod und so, das kann man schon umschalten. Achso, nö. Nee. Oder? Doch. Ja, da kann man dann alles nochmal auch so erleben. So. Wahrscheinlich mit den ganzen Sachen, ne? Was könnte das sein? Hat. Extras. Prototypen. Wrong Wire. Oh. Oh. Warte. Scanner Sombra. Was steht da? Die erste Version des Levels Basis, das sich bis zur finalen Version nicht mehr großartig geändert hat. Hm. Achso. Und Wrong Wire? Das können wir doch mal spielen. Bombenentschärfungsspiele. Kein rein abstraktes Spiel kreieren, sondern auch verrückte Sprengvorrichtungen einbauen, die wir aus Filmen kennen. Huch. Oh. Ach so. Ach so, das ist, das ist Borzang, oder? Wollen wir starten? Start mal. Beinahe. Haben wir schon. Das ist eine sehr coole Webseite. Das ist wirklich cool. Wir sind gerade auf der Webseite. Haben die auch anderes Zeug gemacht? Kommt da noch was? Oh, sieht es cool aus. Das sieht cool aus als das Spiel. Ja. Ey, das ist gemein. Ja, aber so von der Grafik her. Watch the Trailer. Vielleicht kommt da ja noch was. Huch.
12 Ach so, Euro. Das ist beinahe sehr aufdringlich. 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 Okay. Ja, wir wollen hier Weiher nochmal spielen. Oh. Könnte Power Wire. Kann ich hier irgendwas? Gib mir hier. Wir hatten doch. Wir werden sowas von in die Luft fliegen. Oh. Oh. Okay, das ist vor Colors Wires. Cool. Mhm. Cut the Power Wire. Klar, das hier. Easy, gewonnen. Klar. So, und so begann also Skinner-Sombre, weil der Typ eine Bombe gebaut hat und sie selbst entschärfen wollte. Und so kommen wir zu Keep Talking Nobody Explodes. Ja. Könnt ihr auch noch spielen und anschauen bei uns. Komm, wir suchen uns eins aus. Nur das Türkise. Ach, was schön. Was brauchst du mir eigentlich? Ja, gut, dann Dankeschön. Willst du schauen für das ganz kurze Projekt, ne? Ja, dass ihr dabei wart bei Scanner Sombre. Da starte ich vielleicht nochmal Scanner Sombre, ne? Damit wir es auch nochmal im Hintergrund haben. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt da hingekommen sind. Warum? Und die Extras. Extras. Gut, dann Dankeschön, dass ihr dabei wart. Weil Scanner Sombre ein sehr cooles Spiel. Ja, spielt das doch selber, wenn ihr Lust drauf habt. Ist zwar wenig Horror, ist aber sehr mysteriös. Ja, kostet auch nicht viel. 11,99 €. Ja, wurde uns gerade gezeigt. Ja, aber kann man ja bestimmt noch bei Humbleband oder so noch kaufen. Oh, hat sie bei Humbleband geschenkt bekommen. Ich hab's geschenkt bekommen, also ja. Also es lohnt sich, also, denke ich mal, ja. So für den Abend mal, für so, wie lange haben wir gebraucht? 2 Stunden etwa. Genau, 2 Stunden etwa. Genau. Und ich finde das echt eine coole Idee. Aber man muss sagen, länger hätte es auch nicht sein dürfen. Vor allem, ich finde das Optische sehr cool. Ja, finde ich auch. Aber es wird auch mit der Zeit anstrengend, finde ich. Fand ich jetzt nicht unbedingt, aber ich denke mal, es verliert nach einer Zeit eher am Reiz, weil du... Also mir ist ein bisschen schwindelig geworden. Also du rennst anfangs ja relativ oft nur durch undefinierbare Höhlen quasi, später dann kurz im Tempel, dann wieder undefinierbar. Das in der Mine hat mir am Ende eigentlich sehr gut gefallen. Hm. Und ich finde, der Wald am Ende, der hatte auch was gehabt. Ja, ich glaube, wenn das noch ein bisschen mehr, wenn vielleicht auch mal jemand auf einen zugekommen wäre oder so, dann wäre es noch gruseliger gewesen. So waren die Gegner in Anführungszeichen, halt die Leute, die man da gesehen hat, eher passiv und haben halt ihr Ding gemacht, sind halt gestorben und so. Und ja, und es wäre, glaube ich, noch gruseliger gewesen, wenn noch wirklich was vielleicht auch dazugekommen wäre, wenn man gesehen hätte, okay, da bewegt sich was vielleicht mit dem Scanner. Genau, dass man vielleicht die Möglichkeit hätte zu schleichen und dann vielleicht gesehen hätte, dass sich vielleicht, oder auch blöd gesagt, wenn du es einfach mal so in den hier in den Raum reinscannst und du quasi nochmal nachscannen würdest, auf einmal hier irgendwas auftauchen würde und es dann zweimal weg wäre. Ja. Es müsste nicht unbedingt ein Gegner sein, aber es hätte nur gereicht, wenn du jetzt da blöd gesagt einen Kopf gesehen hättest, der sich bewegt hätte und beim zweiten Scan weg gewesen wäre. Mhm. Weißt du? Ja, irgendwie sowas. Dass du halt da merkst, dass... Es wäre noch mehr Grusel gewesen. Genau, und dass du halt denkst, dass du halt auch irgendwie paranoid wirst oder der Charakter an sich auch paranoid ist. Ja, das hat ja auch... Das, da kann noch ganz viel hinzugefügt werden. Das könnte noch ganz viel erweitert werden. Und wir hoffen mal, dass es einen zweiten Teil vielleicht geben könnte. Ne? Ja. Das wäre sehr cool. Das hätte was. Ja. Und die Website ist krass. aber ich fand auch, so wenn man immer wieder zurückgeguckt hat, sieht man ja hier auch noch im Hintergrund, das sah schon immer ziemlich toll aus. Genau, wenn man hier diese Bögen wieder gesehen hat. Ja, schon schön. Schön, schön. Karte fand ich ein bisschen überflüssig. Hm. Ja, vor allem, weil ich fand es sehr cool, dass man... Weil da hat halt, man eh nichts gesehen auf der Karte. Ja, ich fand es vor allem am Ende sehr cool, dass man quasi nochmal hier alles durchflogen ist und nochmal so blöd gesagt einen groben Übersichtsplan hatte, wo man halt wirklich langgelaufen ist. Ja.
Wobei ich das mit dem Kult und so weiter. Naja, doch, das hat ein bisschen das verständlicher gemacht. Ich meine, der, wir wissen ja jetzt, dass er eben immer wieder seinen Tod quasi erlebt. Immer wieder das erlebt, wie er dann quasi gestorben ist, oder? Und am Ende ist er dann auch zu so einem Etwas geworden in der Mine und dass er eben nie wieder da rauskommen wird. Und alle anderen auch gestorben sind da drin. Also da geht irgendwas Mystisches vor. Ja, die Frage ist, hatte seine Familie jetzt mit Tisch gelassen? In der Höhle? Ja, wollte ja dahin zum Erforschen, oder? War es ein Erlebnisbergwerk und die Kinder sind vom LKW gefallen? Weiß es nicht. Okay. Hier ganz coole Züge her. Ja, lassen wir es mal so stehen. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen, ne? Dankeschön. Tschüss. Tschüss.